den Zehen. Ich versuch's doch. Okay. Ich bin auch besser. Okay. Ich war gerade voll überrascht. Traumbau. Wow. Komm. Ja. 5-3 für uns. Echt? 3000 Jahre alt ist dieses Ding hier. Was man damit machen kann, zeigt mir heute Peter. Peter, stell dich doch kurz mal vor. Ja, mein Name ist Peter von Rüden und ich habe dieses Spiel, Federfußball, schon 1984 in China entdeckt. Da haben kleine Kinder gespielt, da haben Jugendliche gespielt, Erwachsene und auch ganz alte Leute. Ich war im Park und habe da mit 80-Jährigen gespielt. Was würdest du sagen, ist es eine Mischung zwischen Fußball und Badminton? Ja, es sind viele Elemente da drin. Einmal ein Element vom Fußball, dann auf dem Badmintonfeld. Aber die Spielanlage, wenn man den Sport betrachtet, dann ist das wie Volleyball mit Füßen. Also annehmen, zuspielen, stellen und schmettern. Man muss immer dem Ball entgegengehen. Was braucht man eigentlich, um dann die Sportart ausüben zu können? Ja, eigentlich gar nichts. Nur so ein Federfußball und dann, ja. So sieht er aus. Das ist schon so eine alte Variante. Das hier ist ein Sportfederfußball dieser neuen Art. Ja. Dann fangen wir an, oder? Ja. Ja, super. Okay. Den Federfußball so rumhalten, die Federn nach oben. Nur die Finger öffnen und mit dem Knie hochstoßen. Die gleiche Bewegung jetzt nochmal machen, aber dann mit dem Fuß und vorne mit den Zehen treffen. Ich versuch's erstmal mit dem Knie. Ja, erstmal mit dem Knie. Ja, gut. Noch einmal. Genau in der Mitte treffen. Ja. Okay, aber ich muss mal kurz einschätzen, wie weit. Okay. Gut. So, jetzt die gleiche Bewegung und dann vorne mit den Zehen treffen. Mit den Zehen. Ja, ich versuch's noch. Okay. Jetzt mal Knie und dann Fuß. Also. So. Ah, schade. Okay. Nochmal. In der heutigen Zeit ist es so, dass man 21 Punkte spielt und dann 2 Gewinnsätze. Ja, jetzt kommt die Silke, die frühere Nationalspielerin. Und mit ihr werde ich einmal ein paar Kicks zeigen, wie das übers Feld geht. Marie, spiel auch einmal zu der Silke rüber. Okay. Denk daran, vorne mit den Zehen treffen. Du bist schon richtig breit. Okay, ich hoffe nur, dass ich über das Netz hier bekomme. Ja. Ah ja. Und ich habe deine Schuhe auch schon betrachtet. Das sind ja außergewöhnliche Schuhe, oder? Warum sehen die so aus? Die haben eine große Fläche, weil ich ja auch erklärt habe, dass man immer mit den Zehen spielt. Ja. Und dann ist es natürlich gut, wenn man vorne eine große Fläche hat. Komm! Jawohl! Was sind hier die Spielregeln? Also wie weit darf ich eigentlich werfen? Ja, das ist die große Breite, das heißt bis hier außen. Und die kurze Länge vom Badmintonfeld. Ah, okay, dann war das draußen, das war ne? Jetzt ein bisschen zu weit, aber war schon sehr gut. Okay. Ich spiele jetzt mal auf ihren linken Fuß, das kann sie nicht so gut. Ne? Schön die Schwächen ausnutzen, ne? Nein! 5-3 für uns. Echt? Ja, haben wir gewonnen. Ich glaube nicht ganz, aber okay. Federfußball bedeutet für mich alles. Wer hätte gedacht, dass ein 3000 Jahre altes Sportgerät so cool sein kann? Bis bald, eure Marina Rons. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marina Rons.